Hallo und herzlich willkommen hier bei Lebe und Liebe bedingungslos, meinem Reisetagebuch in die bedingungslose Liebe in den Bereichen Weiblichkeit, Spiritualität und innere Transformation, das ich hier mit dir teile, um dich zu motivieren und zu inspirieren, deinen eigenen Herzensweg zu finden und zu gehen. Und jetzt geht's los, viel Spaß! Hallihallo, schön, dass du eingeschaltet hast zur zweiten Folge heute. Und heute wird es um Themen gehen wie Fremdenergien und was ich mache, damit ich Fremdenergien loslassen kann und auch wieder loswerde, was das überhaupt ist, Fremdenergien. Und ich habe auch mal überlegt, wo ich denn schon von innen nach außen lebe, also wo ich wirklich dann schon meine Herzenswerte mit in meinen Alltag integriert habe und wie ich das umsetze. Und das möchte ich dann auch gleich noch mit auf den Weg geben. Und zum Schluss ist es so, da gibt es wieder einen Heilungsimpuls, so dass du für dich auch was mit in deinen Alltag nehmen kannst und das vielleicht sogar umsetzen kannst, so wie du das magst. Ja, in der Vorbereitung für die heutige Folge habe ich wirklich mal überlegt, so, okay, was war denn die letzte Woche bei mir wirklich zum Thema Herzenspotenzial und Herzenswerte leben? Und dann ist mir wirklich ein Gespräch eingefallen mit einer guten Freundin. Wir kennen uns wirklich schon seit 13 Jahren und wir haben uns darüber ausgetauscht, was es denn bedeutet, für sie bedeutet und auch für mich bedeutet, so das eigene Herzenspotenzial auszuleben, also die Herzenswerte und warum das vielleicht manchmal nicht geht. Und wir waren da so schön fleißig am Diskutieren und jeder hatte so seine Sichtweise, seinen Standpunkt, was super ist und richtig und wichtig. Und mir ist während diesem Gespräch mal wieder so richtig klar geworden, warum es manchmal so ist, dass Menschen das nicht wahrnehmen können, was ihr eigenes Herz eigentlich sagt, was die Stimme ihres Herzens wirklich den anderen Menschen ja sagen möchte, was von innen nach außen gelebt werden möchte. Und zwar bin ich da wirklich wieder auf den Punkt Fremdenergien gestoßen. Vielleicht fragst du dich jetzt, hey, was sind denn Fremdenergien? Also unter Fremdenergien verstehe ich Sachen wie Traumata und übernommene Energien von anderen Menschen und anderen Orten, auch Prägungen von der Gesellschaft, ne? Also gehören natürlich auch Prägungen aus der Kindheit mit dazu. Aber wenn man es jetzt wirklich einfach mal ganz in der Essenz sieht, dann sind es wirklich Energien, die von irgendwo herkommen. Und zwar, so sehe ich das, kommen die halt immer aus vier verschiedenen Ebenen. Und zwar können die einmal aus früheren Leben kommen, die kommen aus der Ahnenlinie väterlicherseits, Ahnenlinie mütterlicherseits und dann halt neue Prägungen, die in diesem Leben mit dazu entstanden sind. Und das sind dann all diese Fremdenergien, die neben der eigenen Essenz, neben der wirklichen Blaupause, so wie ich, so wie du, wirklich von der Urquelle, von allem, was es gemeint bist, dann drüber kommen, beziehungsweise sich damit vermischen. Und so im Nachhinein ist mir auch nochmal klar geworden, dass das bei mir wirklich sehr, sehr, sehr lange so war. Also, wenn ich so mal zurückdenke, wie das bei mir war früher, ich habe wirklich nur funktioniert. Also, und da meine ich jetzt wirklich so bis vor, sag mal so, ja, 1, 2, 3 Jahren ungefähr, war das mehr funktionieren und mehr auf das hören, was andere mir sagen. Einfach, weil ich selber nicht wahrnehmen konnte, was in mir selber drinne vor sich geht, was mein Herz wirklich will, was die Stimme meines Herzens ist. Und mir ist mit der Zeit dann auch klar geworden, je mehr ich bei mir halt selber ausgemistet habe an diesen Energien, also wirklich dann Traumata aufgelöst habe oder halt auch wirklich in der Ahnenlinie Heilungsarbeit gemacht habe, sodass dann Energien wieder gehen konnten, aufgelöst wurden, also wirklich Blockaden aufgelöst habe, desto klarer ist es in mir geworden. Also das war wirklich ein ziemlich langer Prozess und ich bin ja immer noch auf dem Weg, nach wie vor. Aber ich merke halt, dass das oft das ist, was mich dann davon abhält, wirklich klar und deutlich zu sehen, wo es für mich lang geht. Also zum Beispiel habe ich auch gestern ein neues Logo für mein Business bekommen und es war eindeutig so, dass eine Seite mir so diese wirklich intuitive Stimme und das Herz auch sagte und das Herz auch richtig dabei aufging, so, ne?
Ja, das stimmt für dich, das passt für dich. Aber dann gab es andererseits auch noch mal so eine Stimme, die irgendwie so sagte so, nee, bist du dir sicher? Unsicherheit, Zweifel, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ne? All diese Sachen, die eben so mit reinspielen können, wenn es darum geht, wahrzunehmen, was ich denn wirklich will. Und dann finde ich es echt krass, wie so Sachen, die wirklich übernommen wurden, die halt irgendwie vielleicht auch anerzogen wurden und die wirklich ja so innere Blockaden einfach verursachen, dass die dann so krass dazu beitragen können, dass die klare, wahre Stimme, die wahre, reine Essenz so davon einfach nicht wahrgenommen werden kann. Ne? Also ich habe dann eben zusätzlich noch ja, innerlich dann, ich habe geklopft und ich habe dann auch nochmal Theta Healing, also nicht Theta Healing, sondern Theta Technik, ist eine Form von geistigem Heilen, angewendet und habe dann wirklich hinterher gemerkt, nachdem ich heute Morgen aufgestanden bin, so, ja, das ist es. Das ist es, das ist mein Logo. Das finde ich richtig gut. Und bei mir ist das halt immer so, ich darf noch eine Nacht drüber schlafen, vielleicht kennst du das ja. Und dann hat sich das die Energie in mir dann wieder besser sortiert. Also das, was aufgewirbelt wurde, hat sich dann wieder besser einsortiert, setzt sich ein bisschen mehr. Und ja, dann kann ich halt wirklich erkennen, so ja, okay, das ist es wirklich. Ne? Ist ja auch oft so mit der Nacht drüber schlafen, dass dann Sachen einfach sortiert werden nachts. Und ja, die innere Bibliothek so einfach nochmal neu geordnet wird. Ja, und das finde ich halt sehr, sehr spannend, weil es, ich vermute und kenne es auch aus der Arbeit mit anderen Menschen, ne, dass es halt wirklich vielen, vielen, vielen Menschen so geht, dass sie überhaupt nicht richtig fühlen können, was ihr eigenes Ding ist. Und das finde ich so schade, weil wenn wir uns wirklich mal alle darum bemühen würden, rauszufinden, was das denn ist, das Herzenspotenzial, die Herzenswerte so in uns drinne, was wir wirklich ausleben möchten, von innen nach außen. Ich denke, dann würde die Welt in vielerlei wirklich ganz anders aussehen. Also im Sinne von, dass wirklich jeder das machen könnte und wahrscheinlich auch würde, was so richtig authentisch halt zu einem passt, frei von diesem Ganzen so tun, als ob, ne, und ja, wirklich dann auch wirklich, dass die Leute ja mehr und mehr in ihre eigene Freude kommen, denn wirklich die bedingungslose Liebe zu sich selbst und halt auch zu anderen. Ne? Und was gibt es Wichtigeres? Ich denke, das ist wirklich die Essenz. Die Essenz von allem. Also, ne, alles entspannt sich, wenn es mit Liebe in Kontakt kommt. Und so ist es auch damit. Also, der innere Stress entspannt sich, wenn ich halt liebevoll hinschaue, wenn ich halt liebevoll die Dinge annehme, anerkenne, sage, hey, ja, du darfst da sein, es ist völlig in Ordnung und dann eben auch einen Weg finde, wie ich sie loslassen kann. Und oft ist es ja so, zumindest kenne ich das von mir, in letzter Zeit wird es immer besser, aber früher war das definitiv so, dass ich sehr viele Impulse bekommen habe, wie ich Sachen anders machen kann. Also, dass ich zum Beispiel ein Buch lesen sollte oder dass ich eine Intuition, eine innere Stimme hatte von, hey, beklopf doch einfach mal dieses Thema, diese Situation mit der Klopferkupressur oder wie auch immer. Und dann aber irgendwie dann wieder innerlich in mir Zweifel aufkamen, die mich davon abgehalten haben. So, ne? Und dann ist das innerlich so dieses, naja, wie so ein Gummiband. Einerseits ist es die innere Stimme und andererseits gibt es dann eben den Gegenpol, der halt komplett für mich so aus Fremdenergien besteht und aus irgendwelchen Prägungen, die nicht zu uns gehören. Und dann ist das wirklich wie so ein, ach, also ich finde, wie so ein zäher Kaugummi, der dann irgendwie verhindert, dass wir in die Richtung gehen, die wirklich gut für uns ist, die uns wirklich ein erfülltes und bereicherndes Leben schenkt und die wirklich auch Spaß macht und wo es leicht geht und es darf auch leicht gehen. Und dafür ist ja diese innere Anleitung einfach wichtig und richtig und aber auch die Fähigkeit, darauf hören zu können, finde ich auch einfach super wichtig in der Hinsicht. Ja, das wollte ich mal sagen, so zu Fremdenergien und wie es mir da ging. Also heute ist es eher so, dass ich diese Impulse viel, viel deutlicher wahrnehme, dass ich wirklich auch mir es oft aufschreibe und dann ein, zwei, drei Tage später
es dann umsetze, jo, es wäre besser, sofort darauf zu hören, weil, ne, Weiblichkeit bedeutet ja auch im Jetzt und Hier sein und die Dinge so aus der Intuition herauszuleben. Aber das ist für mich eben wirklich noch ein Lernprozess, den ich noch gehen darf. Ja, und zur Weiblichkeit gehört ja auch wirklich dieses bedingungslos Lieben, dieses bedingungslos Dasein lassen, was wirklich da sein will. Und wo lebe ich also schon bedingungslos? Wo lebe ich wirklich schon von innen nach außen? Das war ja noch eine der Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Und ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel Tage habe oder Situationen habe, wo innerlich irgendwas angetriggert wird, wo irgendeine Energie von Fremdenergie, die ich von anderen übernommen hatte oder so um mich rumschwirrt und ich habe es vielleicht nicht so ganz gemerkt, bin noch nicht so ganz klar, was das ist, wo es hingehört. Das ist ja auch so ein Punkt von Hochsensibilität oder halt auch hellfühlen, ne? Dass es manchmal schwierig ist zu unterscheiden, was zu wem gehört. Dann mache ich das halt ganz gerne so, dass ich das segne. Also, dass ich wirklich sage, hey, ich segne dich mit reiner Liebe aus der höchsten Ebene von bedingungsloser Liebe oder aus der Urquelle von allem, was ist. So. Und dann merke ich wirklich, wie sich das entspannt, wie mehr Ruhe wieder in mir einkehrt, wie mehr Frieden auch wieder mehr da ist. Und dann ist ja auch der Kopf wieder klarer. Ne? Also zumindest geht es mir dann so. Dann ist der Kopf klarer und dann komme ich vielleicht auch auf den nächsten Schritt und zu gucken, hey, so, ja, zu wem gehört das denn eigentlich? Na, dann gehe ich so in den inneren Dialog mit der Urquelle und bin mir selber und frage einfach mal nach, ja, zu wem gehört das denn? Und allein schon, indem ich sage, zu wem gehört das denn? Und mit dieser Intention, dass das dann zurückgeschickt wird oder zumindest an die Urquelle geschickt wird, damit es dort gereinigt und transformiert werden kann, ne? Ist es dann so, dass ganz oft diese Trigger sich schon ganz von alleine entspannen, ohne dass ich wirklich viel gemacht habe. Allein indem ich vielleicht einfach auf der Straße unterwegs war oder einfach mal kurz nach innen gegangen bin, um zu schauen, so ja, hey, es macht einen Unterschied. Das ist das, wie ich mit dem Segnen mit mir umgehe. Und ich habe mir in letzter Zeit auch angewöhnt und immer, wenn ich dran denke, mache ich das dann auch, dass ich, statt ich irgendwie auf der Straße unterwegs bin und grüble, dass ich dann halt all die Leute, die ich unterwegs sehe, egal wer es ist, egal ob ich sie kenne, egal ob ich sie jetzt groß sympathisch finde, auch wenn ich ehrlicherweise es mir leichter fällt, wenn ich die Leute sympathisch finde, aber das ist natürlich auch eine Übungssache, dass ich dann halt wirklich die anderen Leute segne, dass ich ihnen innerlich sage so, ja, mögest du glücklich sein und in Frieden leben. Und das Schöne ist, es entspannt dann wirklich auch oft Situationen. Also ich hatte wirklich auch eine Situation, wo zwei Autofahrer sich gestritten haben. Also ich bin dran vorbeigelaufen auf der Straße. Die haben beide angehalten und haben angefangen zu schimpfen. Und ich habe halt wirklich dieses Gefühl gefühlt an Aggression, an Wut, was da eben so rüberschwappte. Ne? Und dann bin ich übergegangen zum Segnen und habe halt wirklich innerlich so gesagt, hey, möget ihr glücklich sein und in Frieden leben. Und das Spannende war, dass es dann wirklich fast von jetzt auf gleich aufgehört hatte. Also zusätzlich hatte ich noch die Engel dazu gerufen, so, ne? Aber die sind dann wirklich wieder in ihre Autos gestiegen und sind weitergefahren. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön, dass ich wirklich so einen Impact habe auf die Welt, ne? Also in Tibet zum Beispiel haben sie ja auch diese Gebetsrollen, ne? Und einfach indem man vorbeigeht, wird das ja schon aktiviert und hat einen positiven energetischen Effekt auf die Welt und auf die Menschen, für die es vielleicht auch ausgesprochen bzw. die Rolle gedreht wird. Und das ist wieder so schön, eine schöne Erfahrung einfach von, ja, wir sind alle miteinander verbunden, ne? Und wir können alle wirklich jederzeit den anderen was Gutes tun. Und das ist so für mich eine Sache von Liebe in die Welt bringen, ja, spread love to the world, sage ich immer ganz gerne. Und es ist einfach so wichtig und es ist so wunderschön, so viel Liebe geben zu können. Und dann halt auch zu üben, hey, nee, ich brauche es nicht von den anderen wieder, sondern zu üben, dass ich mir die Quelle von allem bin. Und dann gibt es natürlich einige Situationen, wo
wo ich das noch nicht hinbekomme. Gerade so innere Selbstgespräche erwische ich mich immer mal wieder dabei, wie ich dann in anderen Ecken unterwegs bin, statt in der bedingungslosen Liebe. Ne? Also so Selbstvorwürfe, Zweifel, Ängste. Aber es ist ja wirklich ein Weg, es ist eine Reise hin in die bedingungslose Liebe und Schritt für Schritt einfach darauf zu achten, die inneren Gewohnheiten umzuändern, macht einfach schon sehr, sehr viel aus. Ja, ein weiterer Punkt, wo ich wirklich dann auch schon von innen nach außen lebe, also auf meinem Herzensweg bin und auch wirklich auf meine Herzensstimme höre, ist mein Herzensbusiness, ist ja wirklich, dass ich Frauen dabei unterstütze, ihren eigenen Herzensweg zu finden und zu gehen. Und das macht mir einfach Freude. Da merke ich so richtig, da geht mein Herz auf, da fange ich an zu leuchten und zu strahlen innerlich und es tut mir einfach gut und es macht Spaß. Und da aber auch immer mehr darauf zu achten, dass ich in der Weiblichkeit bin, weil ich bin ja eine Frau und es bringt überhaupt nichts, zu sehr in dieser ganzen männlichen Energie unterwegs zu sein, die mir nicht gut tut, sondern eben viel mehr darauf zu achten, im Jetzt und Hier zu sein und zu empfangen. Statt zum Beispiel in meinem Business darauf zu achten oder darauf einzusteigen, wie männliches Marketing funktioniert, ne? Also dieses zum Teil ja machen, auf andere aggressiv zugehen. Also ich sage jetzt nicht immer, dass Männer alle aggressiv sind in jeder Zeit, aber ich habe das oft schon erlebt. Oder ich fühle mich oft dann, wenn ich so eine Art von Marketing an mir selber erlebe, dass andere das an mir anwenden, ich fühle mich da sehr unter Druck gesetzt und ich fühle das als Aggression mir gegenüber. So ist das gemeint. Und statt das so aggressiv eben zu machen, viel mehr in dieses Weiche zu gehen, in dieses Empfangende, in dieses, ja, hey, ich lade dich ein. Und wenn du magst, komm einfach mit mir, dann fließen wir gemeinsam bei diesem Fluss des Lebens. Und wenn dein Fluss aber gerade ein anderer ist, dann ist das okay. Dann darfst du das. Und das halt auch wieder zu üben, ne? Also das dann nicht auf mich zu beziehen, sondern dann auch zu sagen, so, hey, ja, jede Person ist individuell. Jede Person darf ihr eigenes Ding ausleben und es ist völlig in Ordnung. Und dann halt auch die Trigger innerlich zu nutzen und zu schauen, hey, was ist es denn, was da innerlich wirklich in mir angeschaut werden möchte? Und dann wirklich, wenn sich da zum Beispiel zeigt, Angst vor machtlos zu sein, ne? Dann hinzuschauen, so, hey, was liegt denn drunter, unter dieser Angst, machtlos zu sein oder hilflos zu sein, ne? Was ist da drunter? Wirklich mal mich reinzufühlen und zu schauen, was ist es? Was ist die Not dahinter? Was ist das, was mich in dem Moment wirklich so antriggert, dass ich, ja, vielleicht wirklich erstmal denke, uff, wow, das war jetzt einmal wieder ein energetischer Hammer. Und halt wirklich dann stattdessen ins Empfangen gehen, ne? Also statt dem nachzugeben, zu sagen, ja, ich bin jetzt weich, ich bin jetzt sanft mit mir und es darf jetzt da sein. Genauso wie im Marketing halt einfach dann zu empfangen, nach innen zu gehen, was fühlt sich für mich stimmig an, was ist meine eigene Intuition, meine innere Herzensstimme, was sagt die dazu? Und wenn ich das nicht wahrnehmen kann, dann sage ich manchmal wirklich auch noch, und ich unterscheide jetzt zwischen meiner eigenen Energie, meiner eigenen Herzensstimme und dem, was ich von anderen übernommen habe. Und das, was ich von anderen übernommen habe, bleibt außen vor. Und ich möchte jetzt nur wissen, was ich dazu denke und fühle. Und das ist was, das finde ich richtig genial. Das finde ich so toll, weil ich dann wirklich, wirklich fühle, viel, viel deutlicher und klarer, was meins ist. Und oft ist es dann viel, viel einfacher und leichter und oft ist es dann wirklich so, ja, genau, das ist es, was ich möchte. Und das ist einfach nur genial und geil. Ich finde es toll. Genau, also so versuche ich da gerade in meinem Herzensbusiness ranzugehen und so lebe ich da schon von innen nach außen. Natürlich versuche ich das immer weiter zu vertiefen und bin da auch auf dem Weg. Und ansonsten ist es wirklich halt gut, generell in jedem Moment darauf zu achten, was ist meine Herzensstimme? Ne, was ist jetzt für mich stimmig? Am Telefon zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere oder mit Freunden, zu schauen, so, hey, wie fühle ich mich gerade? Bin ich jetzt bei mir oder bei den anderen? Das ist auch was ich regelmäßig trainiere. Ja, und dann kennst du vielleicht auch noch die drei Schönen.
Also falls nicht, erkläre ich dir das kurz. Die drei Schönen, das ist eine Technik, bei der du dich fragst, was liebe ich, wofür bin ich dankbar und was schätze ich an mir. Und das ist eine Übung, die habe ich morgens eingebaut. Also ich habe so ein, morgens schaue ich mir gerne so einen Film an, den ich für mich selber gemacht habe, wo ich dann eben auch ja, die drei Schönen mit einbaue im Sinne von, habe mich daran erinnert und das dann halt da reingeschrieben, so hey, jetzt sind die drei Schönen dran. Und dann fange ich halt wirklich damit an und gucke, ja, entweder zwischen 3 oder 5 Punkten zu jedem Punkt. Ne? Also zu jedem, was liebe ich, zwischen 3 und 5 Punkte, was schätze ich an mir zwischen 3 und 5 Punkten und wofür bin ich dankbar zwischen 3 und 5 Punkten. Und ob du jetzt das alles genau in der Reihenfolge einhältst mit was liebe ich, was schätze ich und wofür bin ich dankbar oder ob du das in deiner eigenen Reihenfolge machst, ist eigentlich völlig wurscht. Es geht halt wirklich nur darum zu schauen, dass ich positiv und liebevoll mit mir bin und schaue und erkenne, wer ich bin, was mich wirklich ausmacht, was mich wertvoll macht, was mich ja, was mein Leben auch nochmal lebenswerter macht, so, ne? Was ist Lebensqualität für mich? Das gehört dazu. Und gleichzeitig, es ist ja auch super praktisch, dann, wenn ich mich auf die positive Seite konzentriere, dann pole ich ja auch mein Gehirn um, ne? Und das hält außerdem bis zu 8 Stunden an, wenn man so seinen Tag startet. Das bedeutet, den Tag so zu starten, ist eine richtig tolle Sache. Und tut einfach richtig gut. Also ich merke das und es macht mir auch immer wieder richtig Spaß. Ja, das sind jetzt so die Punkte, die ich heute gerne so mit dir teilen wollte. Als Heilungsimpuls möchte ich dir natürlich gerne mit auf den Weg geben, alles in dir, was dich stört, zu segnen. Ne? Einfach zu sagen, hey, ja, ich segne dich jetzt aus der Urquelle von allem, was ist, mit reiner Liebe. Und dann einfach mal nachzufühlen und zu schauen, was sich tut. Und im nächsten Schritt kannst du das natürlich auch gerne mit anderen machen oder beides gleichzeitig, wie es eben für dich passt. Und natürlich die drei Schönen sind auch eine sehr, 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 sehr wertvolle Übung, um von innen nach außen zu leben, um sich selbst auch immer noch besser kennenzulernen, um sich selbst liebevoll und bedingungsloser Liebe zu begegnen. Und wenn du dabei getriggert wirst, das soll heißen, du sagst zum Beispiel gerade, hey, ich liebe meine Hüften, ne? Und dabei kommt noch so ein aber, da ist doch noch was hoch. Dann fühl doch einfach mal hin. Dann lade ich dich wirklich ein, hinzufühlen, bei dir zu sein und zu fühlen, hey, okay, das ist jetzt die Schicht. Das ist vielleicht ein Gefühl von Ablehnung und darunter, ah ja, da ist ein Gefühl von Angst. Vielleicht, dass ich nicht gut genug bin. Und was ist unter dieser Angst? Was ist die Not? Was ist der Mangel, der da bei dir da ist? Genau. Und wenn du magst, teile es gerne unter diesem Video, unter diesem Reisetagebuch in den Kommentaren mit mir und allen anderen, was sich bei dir verändert hat, wenn du diese Übungen anwendest, ob du sie anwendest und wie es dir damit geht. Und ja, wenn du Lust hast, noch mehr Reisetagebuchfolgen von mir zu hören oder auch andere Heilungsimpulse von mir zu bekommen auf meinem Kanal zum Thema Weiblichkeit, ja, Spiritualität und wirklich auch innere Transformation, also den inneren Weg gehen hin zur bedingungslosen Liebe, dann abonniere gerne meinen YouTube-Kanal und drück die Glocke, weil dann wirst du darüber informiert, wann von mir das nächste Video online geht. Genau. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und ich wünsche dir von Herzen wirklich eine richtig gute Zeit bei allem, was du tust, mit ganz viel Liebe, Freude und ja, dem Segen aus der Urquelle von allem, was ist. Bis zum nächsten Mal, bis dann, tschüss!